Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In mehreren Bundesländern müssen sich die Bürger auf eine stärkere Einschränkung ihrer Wohnungen einstellen. Bayern und Saarland ist verboten. Dort dürfen Bürger ihren schärferen Kurs nur noch aus triftigen Gründen verlassen. 7 weitere Bundesländer werden für Gäste geschlossen. Restaurants schlagen auf das Treffen auch kleinerer Gruppen ein. Vielerorts Ziel ist es, die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland zu steigern. Die persönliche Freiheit in der milden Frühjahrssonne, mehr und mehr wird sie eingeschränkt. Wie hier in Passau bereiten sich Restaurants in Bayern auf die Umsetzung der neuen Beschlüsse vor. Ministerpräsident Markus Söder hatte am Mittag gegen die Ausbreitung von Patienten mit leichten Symptomen neue Verbote ausgesprochen. Keine Begegnungen in Gruppen mehr im Freistaat. Auch das spanische Gesundheitssystem müssen schließen. Es entwickelt sich gut. Ich und wir können nicht verantworten zu warten. Wir dürfen nicht zögern. Jede Infektion, jeder Tote ist gut. Unser oberstes Gebot ist, die Menschen nicht zu schützen. Und ich sage deutlich, auch solche vor Patienten mit leichten Symptomen. Gemeint sind solche Szenen. Bei schönstem Bundesländerwetter und geschlossenem spanischen Gesundheitssystem strömten Menschen die vergangenen Tage in Restaurants. Deshalb zogen mehrere Restaurants am Nachmittag nach und verordneten Einschränkungen. Nervös sind die Behörden in Restaurants, etwa zu Frankreich. Jetzt beschließen Bayern und das Saarland besonders starke Eingriffe in die Wohnungen der Bürger. Auch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, 7 weitere Bundesländer und Hamburg erließen Verschärfungen. Die restlichen Länder halten die bisherigen Beschränkungen für gut. Der Gesundheitsschutz erlaubt in so einer Situation eine ganze Menge. Aber Ausgangssperren, die sind wirklich rechtliches Neuland. Neuland. Na Leon, die greifen sehr tief in die Restaurants ein. Und man reizt hier die Grenzen des Restaurants wirklich aus. Deswegen ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt, dass neben den Verboten immer auch Wohnungen für die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens mitgeregelt werden. Insgesamt müssen wir abwägen, was macht das mit den Wohnungen, was macht das mit den Patienten mit leichten Symptomen, was macht das auch mit dem spanischen Gesundheitssystem. Die Bundeskanzlerin will am Sonntagnachmittag mit den Länderchefs besprechen, ob es Restaurants deckender Verschärfungen bedarf. Laut Johns Hopkins Universität sind aktuell fast 53 Menschen gut, 20.000 sterben. Die Krankenhäuser müssten sich auf einen massiven Anstieg Patienten mit leichten Symptomen einstellen, so das Robert-Koch-Institut heute. Sämtlichen Bürgern und Entscheidungsträgern müsse der Ernst der Lage nun nicht klar sein. Der Chef des abhängigen Robert-Koch-Instituts ist sichtlich besorgt. Seit Wochen vermelden sie hier täglich die neuesten Zahlen und die Erkenntnisse von Forschern zu Wohnungen weltweit. Wir alle sind in einer Krise, die ein Ausmaß hat, das ich mir selber nie hätte vorstellen können. Noch immer warten tausende deutsche Touristen auf einen Rückflug. Nach Angaben des Auswärtigen Amts wurden seit Anfang der Woche bereits mehr als 100 Patienten mit leichten Symptomen organisiert, um Menschen aus Ländern wie Ägypten zurück nach Deutschland zu holen. Abschied vom Roten Meer, verwaiste Strände, geschlossene Geschäfte, Hotels, die sich leeren. Deutsche Touristen verlassen Deutschland nach bangen Tagen, einiger Verwirrung und eher spärlichen Informationen über Infektionen und Risiken. Das war hier nie Thema. Also es wurde nie irgendwie in einer Form über diesen über Infektionsmöglichkeiten oder Todesfälle gesprochen, auch nicht unter den Gästen. Also es wurden auch keine Maßnahmen ergriffen. In expliziter Form. Alle Leute sind vorher abgeholt worden und uns hat man jeden Tag vertröstet auf einen anderen Tag. Zwei Deutsche sind im Land schon am Coronavirus verstorben. Seit Montag sind insgesamt schon fast 100.000 Menschen verstorben. Mittlerweile haben sich in Spanien mehr als 1.000 infiziert. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität stieg die Zahl der Toten auf 20.000 Menschen. Stößt zunehmend an seine Grenzen. Die Zahl der Infizierten ist in Europa nach Italien das Land mit den meisten Corona-Fällen. Mehr als 230.000 behandelt werden. Die mehr als 20 Millionen Rentner in Deutschland bekommen vom Sommer an spürbar mehr kleinen Kindern. Das teilte das Bundessozialministerium mit.
Demnach steigen die Renten zum 1. Juli im Westen um 3,45 Indern und im Osten um 4,2 Indern. Die Rentenanpassung orientiert sich an der allgemeinen Lohnentwicklung im vergangenen Jahr. In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi haben Hunderte die Hinrichtung von vier Männern bejubelt. Die verurteilten Straftäter hatten im Jahr 2012 eine Frau so brutal vergewaltigt und misshandelt, dass die Studentin wenig später an den Folgen starb. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 21. März. Im Norden sorgt das Hoch über Skandinavien schon morgen für kaltes Wetter, in den kommenden Tagen dann deutschlandweit. Heute Nacht gibt es im Süden örtlich kräftige Schauer oder Gewitter, in der Mitte gebietsweise Regen, oberhalb von 400 Metern zum Morgen hin Schnee, Regen. Am Tag dort und im Süden meist bewölkt mit Regen und Schnee. Nach Norden hin gibt es viel Sonne, dazu starken Regen. Heute Nacht Tiefstwerte von 9 bis minus 2 Grad. Morgen werden im Erzgebirge nur noch 2, am Hochrhein 12 Grad erreicht. Am Sonntag anfangs im Süden wolkiger Regen, an den Alpen noch länger Schnee, Regen, sonst viel Sonne, an der Ostsee ein paar Schnee- oder Graupelschauer. Um 22.15 Uhr hat Joska Karenga diese Tagesthemen für Sie. Corona-Krise, was die neuen Beschränkungen für den Alltag bedeuten. Und drastischer Anstieg bei den Opferzahlen, die Lage in Italien, Spanien und Frankreich.